Hallo meine Freunde der Clowns und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ich bin der Drachenbursch und ich grüße heute nämlich Jiso, außerdem noch Noel, ich grüße Nikolas und auch noch den Lukas. So, einmal hoch. Na komm, so schwer kann das doch nicht sein, es kann so schwer sein zu springen. Jetzt Apple weit nach Chasey. So, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Okay, dann mal scannen unseren gemeinen Clownsverbrecher. Da ist er doch schon. Da müssen wir nicht lange scannen. Nein, das ist er nicht. Schade. Vielleicht ist er ja... das da. Scannen wir mal. Na klasse. Wie soll ich denn da reinkommen? Ein Weg auf den Steg suchen, um in das Schiff reinzukommen. Okay. Wir probieren es erstmal auf die... Das dumme Tor. Oh, hey, Officer. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich muss das Tor aufkriegen. Wir auch. Mach ich doch gern. Prima. Mir nach. Wunderbar. Schickes Fahrzeug hast du da. Links ist auch schon wieder der Oktan-Konzern vertreten. Wie sich das so gehört. Ich bin auch mal gespannt, ob wir über die Brücke rüberfahren können. Aber ich denke mal schon. Boah, die ist echt riesig. Golden Gate Bridge. Nicht schlecht, Stellen nicht schlecht. Stellen Sie sich auf die Kisten. Ich hebe sie an. Gut, dankeschön. Das nennt man dann wohl Teamwork. Aber man merkt schon, das Spiel ist auch darauf ausgelegt, glaube ich, allein gespielt zu werden. Also auch schon von den Dialogen und so. Durch die Tür und verraten Sie dem Vorarbeiter nichts davon. Das ist gegen die Sicherheitsvorschriften. Von daher finde ich das jetzt auch eigentlich ganz okay, dass ich es alleine spiele. Okay, gut. Dann gehen wir mal da rein und machen hier dieses Türchen auf. Ja, hier sieht es doch gut aus. Einmal den Hebel betätigen. Das setzt das Ganze unter Strom und dann sollte es auch gleich wieder aufgehen. Ja, wunderbar. Mal schauen, ob wir uns auch mal prügeln dürfen. Bis jetzt durften wir uns noch gar nicht prügeln. Ist auch etwas ungewohnt. Hey, besten Dank. Und nicht vergessen, kein Wort zum Vorarbeiter. Wir schweigen einfach wie ein Grab. Weg. Direkt aus meiner Hand. Was ist los? Verzeihung. Wie komme ich bitte auf den Frachter? Ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest. Prima. Und das passiert, sobald meine Mittagspause vorbei ist. Okay. Also nie. Weil mir eine Möwe mein Sandwich gemopst hat. Ich gehe es für Sie suchen. Sie erkennen mein Sandwich an der Größe, die Sandwich zu haben. Okay. Am Ende ist auch noch Salat drauf. Da kommen wir auch schon wieder nicht hin. Können wir nicht schwimmen? Das muss ich jetzt mal... Als Gurke drauf ist, ist es nicht mein Sandwich. Nein, ich will da hoch. Nein. Oh Mann, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Na toll. Falls Wurst und Marmelade drauf sind, ist es mein Sandwich. Ja, schön. Erstmal müssen wir wieder hier aus dem Wasser rauskommen. Oh Mann, ey. Aber ich gedacht, da kann ich mich schön auf die da drauf bewegen. Aber das scheint auch irgendein besonderer Stein oder so gewesen zu sein, den es da gab. Aber da haben uns auch noch die passende Verkleidung gefehlt. Also ich glaube, der Großteil des Spiels besteht auch daraus, die richtigen Verkleidungen für alles Mögliche zu finden. Na dann, gehen wir mal auf Sandwich-Suche. Welche von euch Möwen war's? Naja, fliegt ruhig weg. Wir kriegen euch alle. Detektiv Chase McCain ermittelt. Wo ist das geheime Sandwich? Hier ist es nicht. Ach doch, jetzt wird's wieder. Vor allem auch die Möwenspuren auf dem Boden. Das sieht nicht gut aus, wenn hier irgendwas über mir baumelt. Ich möchte hier schnell aus diesem Kreis wieder raus. Wo hören die Spuren auf? Hey, ach, da geht's weiter. Okay. So weit kann's doch nicht weg sein. Da ist die heimtückische Möwe. Bleibst du da? Ach, gut. Ich dachte schon, sie gibt's nicht her. Gib mir das Sandwich, du fliegende Ratte. Selbst die Möwen heißen so. Nee, die fliegenden Ratten waren immer in GTA die Tauben. Na egal, wir nehmen hier das Sandwich natürlich mit. Für unseren Freund da vorne, damit wir endlich auf den Frachter können. Sieht ein wenig eklig aus. Mein Sandwich! Mein Sandwich! Ach, es ist doch schön, wenn man Leuten eine Freude machen kann. Oh, das klang böse. Larry! Der Typ hier will aufs Schiff! Hilf ihm mal! Klar doch, Boss! Vor allem mit den Füßen auch nur. Oh mein Gott. In Lego City arbeitet, glaube ich, keiner außer uns.
Auch schön, wie er da oben drin schwankt, richtig. Ja, danke schön. Also ich finde, die Portierung ist auf jeden Fall sehr gelungen von der Wii U-Version hier auf die PC-Version, auf die PS4-Version, die ich hier gerade spiele. Da schaut schon nicht schlecht aus. So, jetzt ist hier wieder so ein Container. Kriegen wir den jetzt auf? Den kriegen wir auf, komischerweise. Ah, ein Polizist? Nicht bloß irgendeiner. Bin heute in Spitzenform. Und das werde er auf jeden Fall zu spüren bekommen, der Ganove hier. Okay, der kann leider schwimmen. Verdammt. Im Wasser sind wir nicht so besonders schnell, aber wir können hüpfen. Dann kann man ein bisschen schneller voran, habe ich das Gefühl. Oh, oh, der war schneller als wir. Können wir auch tauchen? Nee, können wir nicht. Okay, tauchen geht nicht, aber zumindest geht schwimmen. Halt, oder ich laufe dir weiter hinterher. Ja, eine Pistole oder so haben wir nicht dabei. Oder sonst irgendwas, um ihn zu stoppen. Aber wir laufen. Wir haben unsere Fitness dabei, um ihn zu stoppen. Bitteschön. Und damit wäre auch nochmal 3 verhaftet. Sehr gut. Den Fall hätten wir beendet. Ach, das wird immer in mehrere Fälle abgeschlossen, okay. Kapitel 2. Eingeholt von der Vergangenheit. Das war schon Kapitel 1. Oh, war jetzt aber nicht so lang. Na gut, aber es gibt bestimmt noch mehr Kapitel. Und außerdem gibt es ja auch tausende Sachen zum Suchen. Ja, ich weiß, ich soll den Anruf annehmen. Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Ja, Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben es versaut. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Okay, können wir es jetzt mittlerweile hier aufmachen. Hey, toll gemacht. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben. Sonst hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Einen Medienzirkus. Hab schon verstanden, danke. Weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Musst du nicht erklären. Wie beim Zirkus. Schon klar. Zirkus-Clowns. Ist das Ding an? Ja, ist es. Chase ignoriert ihn einfach gekonnt. Boah, da können wir nicht rein. Werfen wir doch nochmal einen Blick auf die Karte. Wie wäre es denn damit? Was ist denn das hier eigentlich für eine Mission? Würde mich auch nochmal interessieren. Gibt es da noch... okay, da kann man hier auch nochmal so die Übersicht sich holen, was es da alles gibt. Na gut, aber die nächste Mission ist hier sowieso gleich um die Ecke. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch gleich hier zu unserer nächsten Mission, wenn wir hier eh schon sind. Ja, gehen ist leider ein gutes Stichwort, denn ich hier sehe hier kein Auto rumstehen. Nur ein paar von den gemeinen Möwen treiben sich noch rum. Okay, irgendwo festhalten kann sich Chase anscheinend auch nicht. Man kann sich nur zwar... Okay, also ich sehe schon, das Springen könnte noch etwas problematisch werden in dem Spiel, aber sonst, glaube ich, ist es schon ziemlich gut. Okay, dann mal rein ins Auto. Polizeiangelegenheit. Gibt sogar relativ viele verschiedene Polizeiautos, habe ich das Gefühl. Und wir machen erstmal das Nitro an. Oh, da gibt's wieder einen Monster-Stunt. Na gut, das war jetzt nicht so beeindruckend. Oh, das hat aber uns viele von diesen Stats gebracht. Ja, hier können wir zwar reinfahren, hier gibt's aber auch nichts mehr. Die Autos halten auch nicht so viel aus. Die gehen auch relativ schnell kaputt, glaube ich, wenn man so fährt wie ich. Ich meine natürlich, wenn man, wenn man so fährt wie ich, das kann ich nicht anders sagen. Aber das gehört ja auch irgendwie dazu, dass man hier ein bisschen Chaos verbreitet. Außerdem sind die anderen Polizisten ja hier nicht besser in der Stadt. Also da muss ich mich hier mit meinen Fahrkünsten nicht schlecht fühlen oder so. Was Honey da immer zusammenfährt, sag ich dazu nur. Sie können doch fahren, oder? Ich brauche Hilfe! Keine Sorge. Du links und nach vorn. Du rückwärts und rechts. Du links, dann rechts und nochmal leicht links. Du weiter wie gehabt. Ich liebe es. Wunderschön. Ist das Chase McCain? Nein, Chase McCain. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen. Rex Fury meinte ich. Oh, Gegenverkehr ist nicht gut. Bringt zwar manchmal extra Nitro, aber ist nicht gesund auf Dauer. Natalia! Oh oh. Oh oh. Oh shit. Oh, das Spiel ist so gut. Das hat einfach so viel mein Witz. Mein Wagen ist Schrott. Hat es nicht gereicht, mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert. Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond? Du,
Ich gehe jetzt noch zu Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Sehe ich dich wieder? Nein! So, was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh, ein Wagen geriet außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich drum gekümmert. Okay. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich, verloren. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind's im Schnitt 2 pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule, ist aber schon länger außer Betrieb. Und ich soll sie jetzt reparieren. Bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Da vorne gibt's eine Burg. Sehr cool. Richte die Rufsäule am Fort Midos Imbiss und fordere ein Fahrzeug an. Machen wir. Da oben ist auch irgendwas auf der Spitze drauf, habe ich gesehen. Bin mal gespannt hier. Das ist sehr ruhig auf jeden Fall. Man kommt hier in eine etwas ländlichere Gegend. Muss auch immer die Plakate und sowas anschauen. Was es hier alles für schicke Autos gibt. Boah, doch. Es ist echt auf einmal, dieser ganze Straßenlärm ist weg und es ist hier so nur irgendwelche Landgeräusche oder so. Das ist schon ein Unterschied. Ist doch witzig, immer so Werbung in Spielen ist auch immer sehr gut. Aber wir müssen hier erst Sachen zusammenbauen, um hier irgendwas fertig zu bauen, glaube ich. Egal. Genau. Wir gehen hier gleich zu der Mission und werden versuchen, das hier wieder irgendwie zum Laufen zu bringen. Hallo. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir nur die Zapfsäulen an. Alle zerstört. Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eierpastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen, soll es dein Schaden nicht sein. Gut. Teamwork. Oder so. Hoffe ich jedenfalls. Wir reparieren die Dinger auf jeden Fall mal. 1 von 4. Und dann kommt auch schon Nummer 2 von 4 direkt hinterher. Aber was wäre Nummer 2 von 4? Ich bin ruiniert, sag ich dir. Ohne Nummer 3 von 4. Nix. Aber komplett sind wir erst mit Nummer 4 von 4. Und deswegen bauen wir die auch noch fertig. Großartig. Der Imbiss ist gerettet. Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog? Ein Eiscreme-Hotdog? Ja, von denen habe ich noch jede Menge. Oh, ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule. Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Super. Ah, Supersteine sind es also, wo das Ding, was ich vorhin nicht bekommen habe. Okay. Ah, der bringt richtig viel. Okay, Superbau erreicht. Cool. Er bringt auf jeden Fall viele von diesen Steinen da oben. Und irgendwo anders soll noch einer sein. Jetzt bin ich aber gespannt. Ah, hier ist eh noch so ein Polizeiding, oder? Wenn man es kaputt macht, dann müsste doch eigentlich so... Ja! Dann müsste doch hier so eine Rufsäule wieder, so eine Wechselstation kommen. Würde ich sagen, baue ich die immer gleich auf, sobald ich sie sehe. Vielleicht gar nicht so blöd. Zählt bestimmt auch zu 100% dazu. Freigeschaltet haben auch noch jemanden, nämlich den Tankstellenbesitzer. Und es gibt einen goldenen Stein. Und zwar schon den dritten. Huiuiuiui. Ah, okay. Chase McCain. Den haben wir sonst noch zur Auswahl. Momentan haben wir leider hier nur Chase McCain zur Auswahl. Naja, muss erstmal reichen. Einwohner könnten wir aber jetzt hier noch einen anderen wählen, wenn wir wollen. Okay, wir könnten auch eine schicke Frau werden, wenn wir das wollten. So. Und schon sind wir eine Frau. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei Chase McCain. Der ist ja hier unsere Wahl Nummer 1, unser Polizist. Ja, hier ist echt nichts los hier. Das hat sowas, so ein bisschen was von den Städtchen, wo Cars immer spielt. Also der erste Cars-Film. Naja, gehen wir mal hier hin. Und suchen den zweiten Superstein, der sich ja hier irgendwo befinden soll. Da will man auch gar nicht dazwischen labern, weil das einfach so cool ist, die Musik. Ach, da gibt es mal kurze Abschnitte, wo nichts ist. Ah, das erklärt es natürlich, warum ich mal vorhin manchmal plötzlich den Weg nicht mehr gefunden habe. Okay, so langsam kommen wir der Sache näher. Hier muss es irgendwo sein. Da ist es auch schon. Wer hat denn den Superstein da reingepackt? Ah, der bringt jetzt nicht ganz so viel, wahrscheinlich. Nee, die Größe von denen sagt auch immer aus, wie viel sie bringen. Okay, gut. Auf jeden Fall haben wir 12.000 und wir brauchen nur 8.000. Das heißt, wir sollten das hier gleich ohne Probleme wieder zusammenbauen können. Die Rufsäule, ja, die wollen wir bauen. Boah, das ist echt cool. Das sind viele Münzen. Superbauten, sehr schön. Haben wir freigeschaltet. Superbau errichtet, ich möchte die Sachen einsammeln. Oh, da sogar 10.000 da dazwischen.
Freigeschalteter Trooper. Und noch einen goldenen Stein gibt's. Ja, der Wahnsinn. Jetzt haben wir sogar schon 4 an der Zahl. Ich bin begeistert. Und jetzt können wir uns auch hier ein neues Auto holen. Was haben wir denn hier alles? Du kannst hier Lego-Fahrzeuge anfordern, das dachte ich mir fast. Okay, es gibt... es gibt viele. Ja, doch, es gibt... Es sind ja über 100 Autos, oder? Oh, 100 sind es bestimmt. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Momentan haben wir aber nur einen Notfall. Okay, da drüben können wir uns, glaube ich, sogar schon eins kaufen, oder? Ja! Den Trooper haben wir uns gleich noch gekauft. Aber das coole Auto, was wir sonst noch haben, haben wir gar nicht hier zur Auswahl, oder? Was ist cooler? Ich glaube, sind es nicht gleich, oder? Nehmen wir Squaddy oder nehmen wir Cooper? Ach, nee. Nehmen wir hier den Trooper. Oh, da kann man sogar die Farbe wählen. Komm, machen wir uns eine rosa Polizeiwagen. Wunderschön. Der Heli sieht auch cool aus. Den würde ich auch gerne mal fliegen. Mal schauen, ob das noch geht. Ich glaube, Helis kann man fliegen, Chase, oder? Ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschanzt und unsere Leute kommen nicht rauf zu ihnen. Ich kann nicht fliegen. Das ist dir doch klar, oder? Ja, aber mein Onkel Duke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Und zu Unfällen führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr, weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist. Ist es natürlich nicht. Super, ich sag Onkel Duke, dass du unterwegs bist. Das ist gut, dankeschön dafür. Die Wurfhakenkanone vom Sheriff Huckleberry sollen wir holen. Ups, wurde mir erst in die falsche Richtung angezeigt hier. Na gut, dann fahren wir mal hier weiter. Wie? Können wir uns hier noch ein bisschen das... Ah, gibt sogar Traktoren, ja. Also fahrzeugmäßig ist hier, glaube ich, echt die Auswahl nicht zu unterschätzen. Die Frage, ob wir nur in dem Fahrzeug mal drin gesessen sein müssen, damit wir die kriegen. Naja, das wird uns bestimmt auch noch erklärt, wie wir neue Fahrzeuge freischalten. Ah, hier fährt die Bahn vorbei. Das heißt, wahrscheinlich kann man früher oder später dann auch mit der Bahn irgendwo rumfahren, von einem zum anderen Gebiet. Dann kommt man vielleicht schneller voran oder so. Ich glaube, das war hier keine Abkürzung, oder? Okay, das war eine schöne Rolle auf jeden Fall. Ich bin schon wieder völlig von der Rolle hier. Können wir eine Kuh als Fahrzeug benutzen? Oh, bitte sag, dass wir Kühe reiten können. Nein, bleib da, bleib da, bleib da. Oh, wir können keine Kühe reiten. Oh, aber schöner Bauernhof hier. Lass mich hier schon wieder viel zu leicht ablenken, ich sehe schon. Vorne, das gelbe Auto ist auch ganz schick. Ich glaube, ich will das gelbe Auto haben. Okay, es sah, glaube ich, nur auf den ersten Blick schick aus. Oh, können wir hier mit dem Boot fahren? Oh, ein bisschen kleines Boot. Hier können wir wahrscheinlich doch nicht mit rumfahren. Ups. Ja, tauchen solltest du eigentlich nicht hier. Was ist das hier? Können wir den Rasenmäher benutzen? Oh, kann man alles gar nicht benutzen. Schade. Aber grillen können wir doch wenigstens, oder? Was? Wir können nicht mal grillen. Hier ist irgendwie eine Hundehütte, aber zum Glück kein Hund da. Der uns hier auffressen könnte oder so. Was gibt's denn da vorne noch? Da scheint es auch noch irgendwas zu geben, was wir nicht haben. Oh, was aber nicht freigeschaltet ist. Oh. Nee, ist nicht freigeschaltet. Haben wir alles nicht. Wir müssen erst den Story-Modus fortsetzen, um da... Oh, da habe ich aber was gesehen. Vielleicht kommen wir da schon ran, zumindest. Vielleicht kommen wir hier. Ich glaube, da kommen wir auf... Oder? Kommen wir da schon ran? Muss man irgendwie hier drauf kommen. Frage ist nur, wie kommen wir da drauf? Ah, vielleicht von hier aus. Kann man die verschieben vielleicht? Vielleicht kann man ihn kaputt machen, wenigstens den Stein hier. Und dann wieder woanders zusammenbauen. Nein. Boah. Aber so kommen wir, glaube ich, da drauf. Oh, schaut ganz gut aus. Ja! Das heißt wieder ein paar mehr Steine für uns. Und dann verschwinde ich auch schon wieder mit dem gelben Auto und fahre zur nächsten Mission. Servus. Pumpkin ist das hier. Oh, mit Pumpkin war ich schon mal unterwegs. Wir machen natürlich hier den Monster Jump. Wir machen den Monster Jump. Ist dann doch nicht. Ich habe es mir gerade spontan ganz irgendwie anders überlegt. Na gut. Also, wir fahren lieber mal doch zur nächsten Mission und die letzten 20 Sekunden habt ihr einfach euch die Augen zugehalten und deswegen nichts davon gesehen, was ich getan habe. Oh, ein bisschen langsam hier. Obwohl, oh, die Burg ist ja... Jetzt kommen wir, die Burg habe ich von vorhin von Weitem schon gesehen gehabt, da sah die schon cool aus. Kann man da die Burgbrücke wieder aufbauen oder so? Einen Superbau haben wir entdeckt. Wie viel kostet das hier? Rufsäule. Oh, da haben wir wieder nicht genug. Oh. Naja, zumindest haben wir ihn entdeckt. Würde da aber trotzdem gerne mal rüber... Doch, ich will zur Burg. Ich will auf jeden Fall zur Burg. Aber ich sage, machen wir hier nochmal den Sprung rüber zu... ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Nein, wir probieren es einfach mal. Das Problem ist, dass da auch immer Autos rumfahren. Soll uns keiner reinfahren? Ah doch, das schaffen wir, oder? Das schaffen wir. Wir schaffen es. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest,
Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.